Wieso tut man sowas? Das macht man doch nicht. Was geht, Leute? Ender Fox ist wieder am Start. Heute mal ein Highlight, zum ersten Mal mit Twitch-Anbindung. Also nicht wundern, wenn ich ab und zu mal auf den Chat schaue. Bin ein bisschen aufgeregt. Ist halt ein ganz anderes Feeling. Vor allem, weil das halt für die Twitch-Leute quasi, also meine Intention, warum Twitch, ist, dass die Leute die ungeschnittene Version auch sehen können. Wird aber trotzdem weiterhin auf YouTube dann als VOD dann hochgeladen, bearbeitet natürlich. Und ja, ich werde einfach im Laufe der Zeit ein bisschen darüber reden, warum ich das eigentlich alles mache, warum ich mich doch für Twitch entschieden habe. Aber nun gut, für was ich mich für heute entschieden habe, gerade weil ich das mit Twitch, wie gesagt, ausprobieren möchte, Half-Life Alyx, aber bla bla bla. Nicht wie gewohnt die normale Kampagne, sondern Add-ons. Zwei habe ich zur Auswahl bisher, The Maze und irgendein Stargate. Eine Stargate-Map. Beides noch nicht ausprobiert, The Maze nur am Anfang, kurz mal reingeschaut, um zu gucken, wie das mit Twitch funktioniert. Und ich bin gehypt. Ich bin aufgeregt, aber ich bin gehypt. Wir gucken mal, wie weit es geht. Aber für den Erste sollte es als Test funktionieren. Wichtig für mich auch, um zu gucken, ob die Performance auch funktioniert. Gleichzeitig streamen und gleichzeitig aufnehmen. Wir werden sehen. Fangen wir mal an. Neues Spiel. Das überschreiben wir. Ich mache die Schwierigkeit auf normal, weil ich schon bei schwer schon die Schwierigkeit hatte, dass ich einfach viel zu lang... Ja, es wird haarig, sagen wir es so. Und deswegen, wir wollen ja nicht übertreiben. Machen wir jetzt einmal auf normal und los geht's. Nicht wundern, am Anfang leckt es. Wie der Name schon sagt, The Maze. Ist ein rieses Labyrinth. Von der Community hergestellt. Also Half-Life hat ja irgendwann mal ein Mod-Manager zur Verfügung gestellt, damit auch User dann damit rumwerken können. Richtig gute Idee, finde ich. Und ja, und deswegen gibt es jetzt The Maze. Leider nicht prozedural generiert, also nicht zufallsgeneriert, sondern bestehend. Aber ich denke mal, das Labyrinth ist schon sehr groß. Ich wünsche, man könnte den Nebel vielleicht ausstellen, weil ich glaube, das auch ein Grund dafür ist, warum es so ein bisschen so leckt. Aber wir wollen ja nicht so sein. Ich habe mich vorhin ertappt, dass ich erstmal nicht wusste, wie das Spiel überhaupt nochmal funktioniert. Ja, alles vergessen. Aber ja. Ich denke mal, wir werden wieder schnell reinkommen. Oh Mann, oh Mann. Und das ist der Erste. Okay, auf normal ist es schon definitiv einfacher. Oh Gott. Oh. Drei Schüsse auf normal, okay. Es ist immer gut zu wissen. Ich hoffe, die Aufnahme gelingt gut. Wenn ich schon ein leichtes Laggen habe. Ja, jetzt muss ich doppelt checken. Ich hoffe, der Sound funktioniert. Sollte eigentlich alles stimmen. Wie ihr wisst, bin ich ein bisschen paranoid. So kennt ihr mich mittlerweile. Ach, Half-Life Alyx ist so ein tolles Spiel. Oh fuck. Fuck.
ist noch einer. Oh, fuck. Das waren jetzt aber alle. Da sind jetzt viele, viele, viele kleine. Oh. Ja, man hört schon das Bitzeln der Elektro-Dudes. Das Bitzeln der Elektro-Dudes. Ich hoffe, es kommt noch ein bisschen mehr Munition dazu. 300 hatten wir am Anfang. Bäh. Oh, das ist Jeff. Boah, ich hoffe, Jeff kommt nicht. Also ich denke mal, dass die Gegner gestriptet auftauchen. Angst, dass irgendwas von der Ecke kommt. Ein Upgrade könnte ich gebrauchen, aber hier findet man auch keine Polymere. Deswegen bezweifle ich, dass man hier Waffen upgraden kann. Oh, Electro Dudes. Nope. Fuck it. Hier umgehen wir. Ich weiß nicht, ich glaube Ziel ist er. Fuck. Ich glaube, Ziel des Spieles ist es. Oh fuck, jetzt läuft er mir noch hinterher. Ziel des Spieles ist es nicht, alle umzubringen. Das wollte ich jetzt damit sagen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gehen wir den anderen Weg. Oh, der Nachteil. Oh, lauf, 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 lauf. Oje, oje. Oje. Ach du Scheiße. Verdammt. Und ich bin viel zu weit weg. Noch einer. Läuft er mir jetzt ständig hinterher? Ist das wirklich dein Ernst, hä? Oh ja. Shorty. Shorty ist schon mal gut. Jetzt läuft mir keiner hinterher. Oh, noch mehr Shorty. Voll viel Shorty. Richtig gut. Alter, nice. Ach, das waren Pistol. Ich dachte Munition für die MG. Wäre halt auch herrlich. Oh nein. Ah, wahrscheinlich muss ich. Okay. Ganz ruhig, Brauner. Wie, was? Warum hat es mich getroffen? Das ist eine Lüge. Das ist eine riesengroße Lüge. Fuck.
fuck. Ich bin wieder viel zu weit weg. Ja. Oh, Center Shock. Komm. Was ist das? Für was brauche ich die? Da ist schon wieder eine. Ja, schon wieder die ganze Munition verballert. Oh je, oh je, oh je. Oh, ich liebe Half-Life, aber sowas von. Wir haben noch Shorties. Fuck. Ja, den Trick habe ich von Eddie gelernt. Nice. Ihr habt doch keine mehr. Ich will nicht mehr. Ach so. Okay. Ganz ruhig, sage ich dir. Ich weiß, ich gehe gerade den Weg zurück. Das mache ich bewusst. Nochmal alles durchzuchecken. Die sind wahrscheinlich den Weg zurückgelaufen, die anderen Elektro-Buddies. Your journey has begun. Asian Vance and her... the child from Black Mesa, our proposal is mutual. We seek the same end. The weapon will enslave us all. We have escaped. We seek you. Alex Vance is the key. Kühlschrank? Was? Noch einer. Okay, ganz kurz. Oje, oje, oje. Oh, der rennt ja richtig. Warum kann der rennen? Dann nehmen wir die hier. Komm. Verballer alles. Da habe ich noch nicht so eine Taktik drauf, wie viele Schüsse ich eigentlich brauche. Bin mir nicht mal sicher, ob ich das richtig mache. Komm! Nein, 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 nicht wegrennen! Bleib da! Fuck. Last one. Wo ist er? Früher hatte ich noch echt Mitleid mit dir. Oh, da kommt schon wieder etwas. Früher hatte ich echt Mitleid mit dir. Früher. Oh. Okay, machen wir anders. Die lassen wir jetzt einfach mal hier. Ich habe keine Ahnung, ob ich die überhaupt brauche. Aber Granates sind immer gut. Oh.
glücklich bin ich. Okay. Ich will nochmal den Weg zurück. Mach nur einen kurzen Check. So, scheinbar läuft alles gut. Kann keine Frame Drops sehen in der Analyse während der Aufnahme. Okay, 200. So, das. Oh, fuck. Warum sind das so viele? Oh Gott! Dein fucking Ernst? Da ist fucking Jeff! Wieso? Wieso tut man sowas? Das macht man doch nicht! Man kann doch nicht Jeff auf eine Party einladen! Oh Mann! I'm so done. Also, come on. Mal gucken, ob ich irgendwie von hinten komme. Von hinten. Puh. Oh. Mann, ey, wie soll man... Jeff ist doch unsterblich, das geht doch gar nicht. Nee, ich muss da nicht lang. Vor allem, ich weiß immer noch nicht, ob ich diese Energie-Dinger brauche. Ich könnte auf jeden Fall eine Granny reinschmeißen. Aber ob das was bringt... Ich kann ja mal gucken, ob... Wo sind die Granny? Oh Mann. Kann man die diesmal nicht mitnehmen? Eine müsste reichen. Ich hoffe, es leckt bei euch nicht so sehr. Aber ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ich find's recht spannend. Munition einsammeln. Und jetzt muss ich Jeff da irgendwie rauslocken. Gott, bist du hässlich!
will Jeff ganz weit weg rauslocken. Das müssen wir jetzt, logisch machen. Mega logisch. Am besten fast noch mehr. Ich habe die wahrscheinlich einfach fallen gelassen. Am besten wir dahin. Er läuft gerade wieder weg. Oh, ich freue mich überhaupt nicht, Jeff wiederzusehen. Nichts gegen Jeff, aber ich habe was gegen Jeff. Bin gerade am Überlegen. Wir gehen mal vielleicht das gehört? Wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen nicht zu viele Flaschen kaputt machen, weil wir nur begrenzt Flaschen haben. Oh! Okay. Wir warten jetzt einfach mal ab. Wir machen es jetzt taktisch klug. Nicht einfach drauf losballern. Ich glaube, ich muss den Brustkorb treffen, oder? Fuck, schon wieder. Scheiße, Jeff kommt, ey. Ja, ich weiß, verschwendet. Bitte muss ich nicht hier den ganzen Weg nochmal zurück. Willst du mich verarschen? So, ich habe mir jetzt mal ein bisschen vorgespielt. Ein bisschen vorgeskippt. Und mir ist aufgefallen. Also ich beim Vorskippen. Man muss auch ein paar Behälter öffnen. Also, weil sich da darunter Sachen verstecken. Also ich habe jetzt eigentlich ganz gut Munition, muss ich sagen. Oh. Auch eine MG-Munition habe ich gefunden. Wie gesagt, versuchen wir jetzt mal Jeff zu umgehen. Ich hoffe, ich krieg das hin. Wir gehen einfach mal geradeaus. Dann gehen wir mal den Weg entlang, weit weg von Jeff. Ne, ist der falsche Weg. Ja, das ist typisch für ein Labyrinth. Man verirrt sich. Super geil. Ich kam jetzt gerade von dem Weg. Da ist auch nichts. Ja, nicht mehr lange und dann habe ich das Labyrinth Intus im Kopf. Denke ich zumindest. Die sind jetzt eigentlich richtig easy, wenn man überlegt. Ich überlege gerade, ich lasse den mal sich... Oh, fuck. Lass den mal sich abreagieren. Huch. Und dann müsste die rein von der Logik her... Wenn er testen, muss ich ihn danach anschießen. Wenn ich schon mal ein Gefühl habe, wie die Taktik dahinter ist. Ja, reg dich ab. Zweimal abreagieren. Dann kommt wieder die Wulst.
wo ich dann draufballer. Ja, okay, ich hab's mir gedacht. Wieso? Oh Mann. Oh fuck. Dreck. Da hat er mich getroffen. Ich muss sie langsam mal heilen. Aha, ist scheiße. Komm her, Center Shock. Oh, nein, da ist er nicht. Das ist jemand anders. Hey, wo ist er? Oh Mann, der ist schon wieder einen anderen Weg gelaufen wahrscheinlich. Na gut. Dann machen wir erstmal den Dude. Ich hoffe, die haben das so eingestellt. Zumindest in der Mod. Er, sie oder die. Dass die Center Shocks nicht wieder in fremde Körper wechseln können. Na komm, reg dich ab. Ich darf jetzt bloß keine Fehler machen. Darunter zählt auch nicht zu treffen. Wie gesagt, früher hatte ich Mitleid mit dir. Heute nicht mehr. Jetzt ist aus. So, jetzt heilen wir uns erstmal. Die lassen wir wieder hier. Dafür gibst du mir die hier. Gehen wir einfach jetzt mal einen anderen Weg. Schön Jeff umgehen. Wir haben ja gesehen, bringt gar nichts. Ist da. Na okay, machen wir. Bitte. Ich bin mir nicht sicher, ob das was gebracht hat. Oder ob ich die lieber hätte sparen sollen. Na komm. Derzeit füllen wir hier auf. Komm schon, mach es nicht schwerer für uns beide. Es tut mir leid, aber irgendwie muss ich ja auch Geld verdienen. Lass ich jetzt einfach mal da liegen. Das stolpert? Nee. Oh, schlecht, ganz schlecht, Alex. Oh Mann!
Hast du auch schon mal besser gemacht. Da ist eine Flasche. Ich habe wieder mal keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Mir fällt gerade auf, es gibt keinen Stolperdraht bei Alex. Oh Mann, Harek. Mit diesem Spiel fülle ich, also mit dieser Mod, fülle ich ja einen ganzen Slot. Eigentlich kann ich, glaube ich, an den vorbei, oder? Den nicht. Was war das? Da hat irgendwas geleuchtet. Okay, es war... Ach, das war nur der... Ach, du Scheiße. Okay, da sind jetzt zwei. Ach, du Scheiße. An dir vorbei. Geil! Sehr schön! Ich vergaß, die sind ja Rivalen. Die kann ich zu meinem Nutzen machen. Ob die Jeff angreifen? Das müssen wir rausfinden. Ja, kommt! Kommt! Kommt, meine Freunde! Das ist jetzt die große Frage. Greifen die Jeff an? Komm! 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 Ich zeig den richtigen Hasen. Na okay, das war makaber. Na schön, folgst. Oh Gott, du folgst mir. Oh Mann! Du bist auch nicht die Schönste. Jeff kommt. Komm, Jeff. Komm her. Das ist mir zu heikel. Wäre ein schöner Versuch gewesen, machen wir aber nicht.
Wo muss ich lang? Dass die jetzt kommt, das sagt jetzt schon richtig. Das sieht doch lustig aus. Und das ist eine Falle. 100 Pro. Habe ich den gekillt? Ich glaube, oder? Nein. Leute, was macht Jeff hier? Könnt ihr mir das verraten? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Aua! Shit. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Aua! Scheiße! Jeff geht mir richtig auf den Senkel. Aber ich hab noch eine Idee. Warte, ich muss den Weg kurz im Kopf haben. Wir tricksen den aus. Wo ist die Planke? Scheiße, ey, ich verirr mich. Ja, das ist Sinn der Sache eines Labyrinths, dass man sich verirrt. Oh Mann! Keine Peilung, wo ich hier bin. Okay, okay. Ja, ich erinnere mich wieder. Okay, mach mal als Test. Lauf ich da drauf. Okay, das passt. Wir dürfen nur nicht runterfallen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also. Konzentration. Nicht Gravitation, sondern Konzentration.
Genau, wir gehen jetzt. Wir holen jetzt. Okay, er kommt. Er soll mich hören. Oh fuck, ist der. Ich vergaß, wie schnell der eigentlich laufen kann. Der stampft da so laut. Ja, komm. Komm, Sir Daddy. So, und jetzt gehe ich schon mal hier drauf. Ja, ich glaube, das könnte passen. Scheiße, er ist nebendran. Jedes Mal das Gleiche mit dir. Komm schon. Jeff? Ja. Komm her. Komm, Jeff, komm. Ja, komm. Bam. Ist er? Nein, Jeff! Nein, Jeff! Jeff, du musst doch hier entlang! Mist, geht nicht. Ey, ist zu schlau. Ich hätte ihn gegen Jeff kämpfen lassen können. Puh. So, Jeff ist jetzt da hinten. Wir gehen jetzt mal diesen Weg. Ich spüre eine Schwingung der Macht, dass das keine so gute Idee ist. Oh, fuck. Pum. Na gut, es waren nur zwei. Das ging ja jetzt noch. Was ist denn eine Flasche? Was soll ich mit einer Flasche? Außerdem fehlt mir William. Das ist doch eine Verarsche. Okay, wir versuchen es. Komm schon. Oida. Oida, oida, oida.
ist es. Oh, da geht's ja gar nicht weiter. Oh, Leute, ey. Das Blöde ist, Jeffert wird uns jetzt wahrscheinlich verfolgen. Aber ich glaube... Ich glaube, so langsam reicht es auch. Durch die Tür. Ich will nur einmal durch die Tür. Ich will nur einmal durch die Tür. What the fuck ist das? Alex? Alex? Ja, ich glaube, das reicht für heute. Ja, wir haben jetzt halt jetzt nur The Maze gemacht. Ich denke mal, beim nächsten Mal oder irgendwann werde ich jetzt auch die andere Map mal ausprobieren. Ist auf jeden Fall was Spaßiges. Etwas von einem User entwickelt, wenn man die Möglichkeit einem gibt, können richtig tolle Sachen dabei entstehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Twitch, muss ich mal gucken, ob ich damit warm werde. Die Aufnahmen bleiben, eigentlich ist es ja nur eine Zusatzsache, die ich dann im Hintergrund laufen lasse. Hat für euch aber auf YouTube dann keine große Relevanz. Sei denn irgendwie, ich interagiere mit den Leuten dann, wenn überhaupt. Aber ich denke, fürs Erste reicht's. Mein Name ist Iron Fox. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Gebt mir ein Like, schreibt's in den Kommentaren, wenn ihr irgendwas zu sagen habt. Ich freue mich jederzeit, irgendwas zu lesen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.